Our aircraft number 3 is an Eurofighter. Genau, das haben die Engländer vor einiger Zeit wirklich gemacht. Die haben Eurofighter in der Retro-Lackierung lackiert und lassen den auch fliegen. Es ist ein Kartenmodell, Maßstab 1:9,5, mit 20 Kilo Abfluggewicht und hier ausgerüstet mit der EvoJet B170. Ja, jetzt gibt es da 3 verschiedene Ausführungen. Hier aktuell ist die Version eingebaut, die 18 Kilo Schub bei 124.000 Umdrehungen bringt. Interessant ist hierbei noch, es handelt sich bei dem Modell mit der Turbine an Versuchsträger für einen Eigenbau nachbrennen. Ich würde mal sagen, das war deutlich zu hören, dass da mehr Bums drin ist als die nur 18 Kilo. Wie gesagt, das ist ein handelsübliche EvoJet-Turbine mit einem Eigenbau-Nachbrenner von Oleg Zakharov. As you just saw on the takeoff, it was impressive to the thrust, but also to the nose. Oleg Zakharov, hope I pronounce the name correct, from Moscow in Russia, uses this car Eurofighter. Model, 18 kilo turbine, however, he uses his own design afterburner on this engine, which gives us another, I would say, 10 kilos of thrust. Now, Josef, the sound is schon so wie es original mit Nachbrenner. Es fehlen so ein bisschen die Ringe. Ist er aus. Jetzt haben wir also deutlich gehört, wie er den Nachbrenner abgewählt hat. Der Nachbrenner ist im Prinzip ja nichts anderes als eine zusätzliche Einspritzung von Kerosin in den heißen Abgasstrahl, um da einfach die ausströmende Masse nochmal zu erhöhen. Und das bringt eben auch die Schuberhöhung. Und man sagt so als, als Faustregel, dass bei dem Einsatz eines Nachbrenners, wie er übrigens in dem einzig Zivilflugzeug mit Nachbrenner in der Concorde auch verwendet worden ist, eine Verdoppelung des Schubs erreichst du durch eine Verzehnfachung des Treibstoffverbrauchs. Das heißt, du hast den doppelten Schub bei der zehnfachen Verbrauchsmenge. Dann müsste es gleich fertig sein. Genau, das ist wirklich nur für ganz, ganz kurze Zeit, also für die Startphase gedacht, und danach soll es deutlich reduzieren, weil, wie gesagt, irgendwann ist Sprit alle. Jetzt kommt er schön langsam rein. Jetzt guckst du da wieder raus. Ein wahrer Ohrenschmaus. Ja, also, das ist absolut fantastisch. Oleg ist having his own design afterburner added on this standard EvoJet B170 turbine. And normally, the afterburner, it's just you inject extra fuel into the hot exhaust gas. So actually, normally it would double the thrust of the turbine. And the noise is just awesome because it's like the full size. Absolutely awesome. It's Oleg Zakharov from Moscow, flying for EvoJet, as I said, with a 170-180 turbine. Und jetzt kann man ungefähr ahnen, wenn wir heute Abend in der Brennkammer den Nachbrenner einlegen. Wunderschön gelandet. Wow. Die Lackierung ist auch authentisch. Die Royal Air Force hat eine Maschine umgebaut in Andenken an die Luftschlacht um England. Das ist die klassische englische Lackierung aus dem Jahr 1940. Und das Original von dem Eurofighter fliegt also in genau der Lackierung in der Royal Air Force. Leider haben wir keine Daten über die Größe des Tanks. Ja, ich denke, das sollten wir rausfinden. Ich werde jetzt einfach mal fragen.
Er muss ja irgendwie zurückkommen. Und ich werde ihn jetzt einfach mal ausquetschen, würde ich mal sagen.